Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, 19. Mai, wir haben 20.35 Uhr, vorher habe ich es leider nicht geschafft. Also der Index ist immer wieder für Überraschung gut. Das ist der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Ich habe ja diesen Trendkanal eingezeichnet, von hier darüber, über diese schwarze Kerze. Da hat er auf einen Punkt aufgesetzt. Dann macht er in 2 Tagen einen Sprung, der ist schon sensationell. Exakt wieder an diesem Trend. Geht drüber, schließt in einem Extrembereich mit einem Doji. Genau wieder auf diesem Trend. Und geht dann über ans obere Band, fängt oben an und schließt wieder ziemlich genau auf diesem Trend. Schon erstaunlich. Um dann heute doch mal heftiger nachzugeben. Also der Junge, der weiß auch nicht, was er will, muss ich ehrlich sagen. Wir sind leicht negativ über die Tagestechnik, sowohl im Oszillator als auch im Trendfolger. Aber das ist noch nicht so wirklich gravierend. Ja, was ich heute sehr gut fand, er hat direkt auf dem unteren Band gehalten. Hat also nicht sowas hier gemacht, was immer für Irritationen sorgt oder sowas, sondern direkt auf dem, also fast punktgenau auf dem Band gehalten. Gucken wir mal bei 4 Stunden, ob wir da mehr sehen. Denn da ist ein bisschen was. Das ist jetzt also dieser Trendkanal umgelegt auf 4 Stunden. Hier sind die Berührungspunkte. Dann hat er hier unten über die Stochastik hat er ein Kaufsignal. Der ist positiv. Auf die nächsten 12, 16 Stunden ist der positiv. Und hier werden wir auch leicht positiv über das MACD. Wir handeln jetzt momentan bei 15.170. Wir sind wieder ins Band gesprungen, raus und wieder rein. Bei der Stundenkerze gleich werden Sie das sehen. Das ist ein absoluter Hammer. Ich behaupte, wenn wir hier über diese 15.204 gehen und schließen, mit dieser Kerze, die geht bis 10 Uhr heute Abend, dann ist das weiter positiv. Und dann ist das hier, auch die 15.334, ist durchaus ein Ziel. Es gibt aber noch ein anderes Zwischenziel. Das ist das hier. Here we go. Das ist das 61er. Ja, der hat also hier unten mit Sicherheit einige rausgelassen heute. Das ist überrascht. Das heißt, der reinigt sich. Ja? Die Shorts sind jetzt weniger da. Und dann wäre dieser Punkt hier, die 15.315, wäre durchaus ein Anzugspunkt. Und da wird auch der 20er gleitende Durchschnitt in 2 Zeiteinheiten liegen. Der fällt ja jetzt. Und also es sieht von 4 Stunden, sieht es ganz gut aus. Gucken wir nochmal auf die Stunde. Hammer. Ja? Außenband raus und rein. Es lohnt sich immer wieder da drauf zu schauen. Immer wieder. Kam dann auch hier mit einem richtig schönen Kaufsignal rüber. Ist positiv über das MACD. Auch wenn er jetzt hier so einen kleinen Inverted Umbrella macht. Aber der ist nicht auf dem Extremniveau. Im Moment sind wir mit dem Doji unterwegs. Also das bleibt wirklich super, super spannend. Der ist für jede Überraschung gut. Hier ist das 61er mit den 15.319. Er hat von der Technik her noch Platz. Das kann der schaffen. Ja, der kann. Ich habe den Eindruck, der überrascht jeden Tag aufs Neue. So kommt mir das langsam vor. Also ich kann für die nächsten 12 Handelsstunden gar nicht so negativ sein. Ich habe mir einen Schein rausgesucht, der hier drunter liegt. Nicht nur hier, das wäre mir zu knapp. Das ist ein 14.746er. Ich runde leicht. Das ist ein Open-End-Schein. Der hat einen 40er Hebel. Kein kleines Ding. Da ist die Kennnummer Gustav Heinrich 3 XYR, GH3 XYR. Der käme durchaus in Betracht, wenn wir über der 15.205 schließen. Das ist, der ist nah genug dran. Also wie gesagt, Hebel 40. Von dem Putz, den muss ich hinter das All-Time-High legen. Da komme ich nicht wirklich drum rum. Da muss ich ein bisschen den Hebel rausnehmen. Und ich nehme den mal auf 35. Und das passt hier ganz gut. 15.568. Jetzt sind wir nochmal 30 Punkte hinter dem Hoch, was wir da gemacht haben. 15.568, das ist die GH1ZN4. Tja, jetzt ist die Frage, wie lang braucht er, um sich jetzt hier nochmal ein bisschen reinzuklettern. Je länger das dauert, desto eher wird dieser Putz interessant. 15.568. Aber im Moment gebe ich dem erst nochmal gut 200 Punkte nach oben. So, für bis Freitagnachmittag muss man schauen. Freitag ist ja auch Verfalltermin. Das kann auch nochmal spaßig werden. Wobei es ist ein kleiner, da passiert normalerweise nicht so viel.
Aber kurzfristig scheint er sich ja ausgetobt zu haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.